willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte ja eigentlich heute jemand kommen. Ein Kumpel von mir. Aber der ist immer noch nicht aufgetaucht. Vielleicht schläft er noch. Der schläft manchmal bis um 6 Uhr. Aber ja. Gut. Jetzt fahre ich ganz kurz. Jetzt gehe ich ganz kurz in die Stadt. Kauf Fleisch für ihn. Und Trinkschokolade nicht. Nur Kinderschokolade, weil ich möchte nämlich was machen für meine Eltern. Mal schauen, ob das so klappt. Ja. Bis denn, bis gleich. Hallo meine Lieben. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Ich habe diesen Likör schon gemacht. Es war ganz einfach, ne? Also wie die andere YouTuberin das gezeigt hat, war es wirklich sehr, sehr einfach. Also Milch aufsetzen. Normalerweise kommt da auch Sahne rein. Das habe ich jetzt weggelassen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Dann habe ich da noch die Schokolade da reingepackt. Dann diesen Wodka. Genau. Und was habe ich noch gemacht? Und ein bisschen Zucker musste man da noch trotzdem noch reinpacken. Ist Geschmackssache. Die Leute, die Alkohol mögen, für die schmeckt es wahrscheinlich. Ich bin jetzt halt nicht so der Alkoholtyp. Ich mag Alkohol nicht so gerne. Von daher ist es für mich jetzt nichts. Aber es soll ja auch nicht für mich sein, sondern für meine Verwandtschaft. genau, das habe ich jetzt alles fertig. Also Geschenke für meine Familie ist alles. Also für alle haben was. Jetzt nichts Großartiges, Teures, sondern eher Mittelmaß. Aber das reicht ja auch. Genau. Und was habe ich noch so erzählen? Ja, morgen ist ja das mit dem Wichteln, also heute eigentlich, wir haben es ja jetzt schon 2.22 Uhr, mit dem Wickerwille, ne? Ich bin so, also sehr aufgeregt, es ist nur Übergabe machen, und das war es dann auch schon, aber trotzdem, ich bin dann wieder total aufgeregt, kriege ich da den Maul wenn ich auf, oder den Mundwerk, also ich kriege ja nichts raus wieder. Und ich hoffe, ja, dass ich mich nicht so zu sehr blamiere, weil er möchte das gerne aufnehmen. Und ich hoffe, dass ich mich wirklich nicht so anstelle. Und aber gut, ich weiß ja im Vorhinein schon, dass ich mich wieder total lächerlich anstelle und wieder total schüchtern bin. Aber ist halt sehr schade. Aber gut, so ist das. Und zwar habe ich noch eine Sache wegen dem Gewinnspiel. Das finde ich halt ganz, ganz toll, dass ihr die Reaktion doch so positiv ist. Ich habe mir das eigentlich nur so gedacht, dass ich ja mal Dankeschön sagen wollte an die ganzen 500 Leutchen, die mich abonniert haben. Genau, und habe mir halt die Sachen abgeguckt von anderen YouTubern. Manchmal man könnte es auch anders machen, natürlich. Aber ich habe mir das so als einfachste Methode herausgesucht. Drei Leute, die dann gewinnen, ist es so, dass es jetzt nicht die Massen an Paket, ein Riesenpaket sein wird, sondern eine Kleinigkeit. Also wirklich nicht viel. Also ich hoffe, dass es auch trotzdem in Ordnung ist. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Ist auch egal, zumindest, ob es männliche Zuschauer sind oder weibliche, das habe ich für beide Geschlechter habe ich was. Halt, außer wenn ihr unter 18 seid, müsst ihr dann halt, ja, das ist normalerweise so, ne? Dass man wenn man unter 18 ist, die Einverständniserklärung der Eltern bräuchte oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Oder ist das noch so? Ich weiß es nicht. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, tut mir leid. Ich recherchiere da nochmal nach. Genau. Und dann mit den Wichtelgeschenken habe ich heute eingepackt. Und das sind sehr amüsante Sachen drin. Also Schrott, das ist ja immer so eine Sache für sich, ne? Kommt drauf an, wie jeder Schrott anders findet. Ich persönlich hatte hier für mich persönlich keine Schrott. Oder was ist das Schrott? Naja. Ich erzähle das natürlich nicht, was ich da drin habe, sonst wird er das ja, also wird Wickerwelle das natürlich sofort wissen, was er drin hat, aber ich überlege selber gerade, ist da irgendwas Schrottiges drin? Ja, Schrott, ne?
Sachen, die ich nicht mehr brauche, ne? Ja. Das. Ja, alles. Alles, was ich nicht mehr brauche, ist da drin. ist 1, 2, 3, 4, 5. Also eins unten, dann das zweite oben, dann. Dann ist das. Das sind fünf, sechs Sachen, sind das? Genau, ich hoffe, es gefällt ihm, also zumindest. Er könnte was mit gebrauchen. Ja, das war es heute mal groß. Es ist jetzt nicht großes Video, weil ich habe heute wirklich nicht so viel zu erzählen. Weil heute gemacht habe ich halt nicht viel. Diesen Likör habe ich gemacht, da habe ich noch gebrannte Mandeln gemacht. Alles von den anderen YouTubern. Aber gebrannte Mandeln habe ich öfter schon mal gemacht. Ich bin persönlich nicht der Mandel, also gebrannte Mandeltyp. Ich mag das nicht so ganz so gerne. Ich weiß nicht, ich bin halt ein Nuss-Fan. Das braucht man, ne. Und wenn da Zucker dran ist, scheißegal. Aber es schmeckt mir nicht so persönlich. Aber gut. Ich habe es ja auch nicht für mich gemacht, sondern für die Family. Genau. Oh, letztes Mal, ne? Ja, ich weiß. Ist ja halt scheiße. Aber war da ein ganz kleines Härchen drin, ne? Ein ganz, ganz, ganz. Natürlich ist das nicht gut. Aber wirklich, nur ein einziges. Ich habe alles so durch. Also, wenn ich Katzen habe, wenn man Katzen im Haushalt hat, kann das passieren. Es sollte nicht, darf nicht passieren. Es kann aber, ne? Ey, mein Bruder hat die ganze Dose von. Ich habe ja mir viel Mühe gegeben, die ganze Dose voll diesen gebrannten Mandel weggeschmissen, weil ein Haar von meiner Katze damals drin war. War auch sehr toll. Habe mich sehr gefreut. Ehrlich. Das ist. Ah, gut. Mach mal nicht aufregend, ne? Es ist bald Weihnachten, meine Lieben. Genau. Was wollte ich noch sagen? Und zwar ist ja bald Weihnachten. Ach, was? Ah, krass, ne? Hat man ganz vergessen, wa? Nein, Spaß beiseite. Und letztes Jahr habe ich ja so ein furchtbares Weihnachtsspezial gemacht. Ich verlinke das hier oben mal. Rechts, links, irgendwo. Das war wirklich, wenn ich das mit durchgeguckt habe, da habe ich ja. War nicht gut, ne? Also generell meine Videos sind wirklich ja für andere Verhältnisse relativ Mittelmaß, hoffe ich. Genau. Und jetzt mal wollte ich das so machen, dass ich wirklich jeden Tag Videos hochlade, weitermache, jetzt nicht aufhöre. Genau. Was ich auch ganz cool finde, also Weihnachten ist ja halt Weihnachten, also zumindest erster Weihnachtsfeiertag, nee, Heiligabend ist ja. Da gehe ich diesmal, glaube ich, seit langer, langer Zeit mal wieder in die Kirche. Da habe ich das Gefühl, dass es mal wieder notwendig wäre, mal wieder in die Kirche zu gehen. Weil normalerweise gehe ich nicht so in die Kirche. Aber da ich ja noch in der Kirche bin, und ja gut, wenn ich jetzt wirklich irgendwann mal in den nächsten Jahren wirklich gut Geld verdiene, dann ist es ja so, dass man auch mehr Kirchensteuer bezahlen müsste. Und ja, dann manche treten ja dann aus, weil es so viel ist. Aber bei mir waren es letztes Mal 25 Euro und bei meinem Bruder wären es dann ungefähr fast 50 Euro. Das versteht man, im Monat 50 Euro mehr oder weniger haben. Das ist ja gut. Aber kurz bevor man heiratet, kann man ja wieder eintreten oder so. Aber gut. Was wollte ich denn noch sagen? Ja. Und am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir dann wahrscheinlich essen irgendwas hier wie Gans oder so. Wie oder Ente. Nee, Gans, Gans. Klar, ne? Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag werde ich dann wahrscheinlich mit einem Kumpel, Christian, werde ich dann mit dem hier was essen. Wir gucken, was wir machen. Er kommt hierher. Genau. War ja heute ja auch. Er hat irgendwie, ja, ich habe was gekocht extra für ihn. Kartoffeln, Soße und so ein Schnitzel. Genau. Ob es ihm geschmeckt hat, ich hoffe es. Ja, wenn auch nicht. Ich kann kochen. Also kochen kann ich wirklich sehr, sehr gut. Backen, ja, Topfkuchen und sowas ist schon in Ordnung. Aber so richtig, so mit Torte und sowas habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Aber kochen, das kann ich. Das weiß ich genau, dass ich das aber mit Gewürzen und so, da noch ein bisschen, da noch mal ein bisschen Thymian, da ein bisschen,
Ja, Nelken vielleicht nicht so ganz, aber Rosmarin und sowas, das ist wirklich, das finde ich toll. Aber als Kirchenkönig könnte ich nicht arbeiten, weil eher der Druck und halt der Hektik und so, das wäre dann nicht so für mich, aber gut. Was ich auch ganz, ganz cool finde, ja, ich habe doch ein bisschen erzählt hier, und zwar gucke ich ja immer noch die Serie Emmerdale und was ich ganz, ganz, ganz cool finde. Also in England, ob es bei jeder Serie in England so ist, das weiß ich leider nicht. Aber bei der Serie ist es zumindest so, dass sie auch am Weihnachten gezeigt wird. Also da gibt es dieses Jahr so ein Spezial, also gibt es die wahrscheinlich jedes Jahr, ich weiß nicht. Normalerweise kenne ich das in Deutschland nicht, dass am Weihnachten, also am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ja, Folgen, also eine Serie läuft. Normalerweise ist bei uns alles so auf Weihnachten eingestimmt. Das ist ja auch auf Weihnachten eingestimmt, aber trotzdem ist es eine Serie, die ausgestrahlt wird, die sonst je auch jeden Tag in der Woche ausgestrahlt wird. Finde ich schon cool. Also sogar am 1. Am 1.1. wird sogar auch eine Folge ausgestrahlt, so habe ich es gesehen. Das finde ich schon krass. Also ja, also ist ganz anders als bei uns hier in Deutschland. Es ist auch, ja gut, was ist besser, ne? Kommt drauf an, ne? Und wenn man jetzt hier auf, so ich weiß nicht, Emma, da wäre, glaube ich, bei uns in Deutschland sowas wie alles, was zählt unter uns und sowas. So in der Reihenfolge der Beliebtheit, glaube ich. Und wenn es das in Deutschland auch geben würde, wäre auch nicht dramatisch. Wäre jetzt auf erste und zweite, das wäre es wirklich so eine ZDF, ARD, die Rundfunkbeiträge, ne? Da, oder die rechtlich, öffentlich-rechtlichen so, da wäre es komisch, wenn sie dann ihre Serie Herr Sturm der Liebe oder Rote Rosen, was es alles gibt, Soko irgendwas, dann in der Weihnachtszeit zeigen oder in den Festtagen. Das wäre schon ein bisschen komisch. Aber und RTL oder sowas könnten das machen. Wäre auch kein Weltuntergang, finde ich persönlich. Ich gucke selber nur ab und zu unter uns, sonst gucke ich da gar nichts. Genau. Aber ich bin immer noch verknallt in diese Serie. Am Donnerstag war in der Serie, irgendjemand wurde Emma Barton, das ist schon falsch ausgesprochen, wurde umgebracht. Also das wusste sie, also es war irgendwie im September, Oktober, weiß ich nicht ganz genau. Ja, im September, Oktober irgendwie rum. Ich weiß nicht, was, ja, ihr Sohn ist gestorben auch. Das war ganz, also Hammer Serie, wirklich. Und irgendwie ist ihr Sohn dann auch irgendwie gestorben. Und dann hat sie irgendwie ein Kind entführt. Ist aber dann irgendwie in der Kirche abgelegt und wollte dann. Hat man gedacht. Hat alle zuerst, zumindest zuerst, dachte man, sie wollte Selbstmord begehen und ist dann gesprungen. Aber dann war das ganz, ganz anders. So, ihr Sohn hat sie da irgendwie dahin gebracht zur Brücke und wollte ihr irgendwie Angst einjagen, dass sie irgendwas falsch gemacht hat. Ja, die hat ihren Mann umgebracht, von der Brücke geschubst, genau. Und deswegen wollte er, glaube ich, der Sohn, ihr zeigen, wie das so ist, an der Klippe zu stehen. Und aber ob er jetzt wollte, dass sie stirbt, ich glaube nicht. Welcher Sohn will schon, dass deine Mutter stirbt, auch wenn sie irgendwas Schlimmes gemacht hat, trotzdem. Aber zum Schluss ist dann herausgekommen, dass eine gewisse, ja, ich sage einfach den Namen, ist bestimmt falsch, ne? Moira ist falsch, ich weiß. Dingle, glaube ich, hieß sie mit Nachnamen. Denn die Mörderin war, oder Mörderin, ja, Mörderin kann man so sagen, ja. Die Täterin war Täterin. Mörderin ist eine Sache für sich, ne? Aber weil sie, das ist die Mutter von dem Kind war. Also es waren ganz, ganz, also wie waren es? Sechs, sieben Leute, die unter dem Verdacht standen. Und auch so ein Kind, ne? So ein junges Mädchen, das auch da unter Verdacht stand, aber die war. Es war eigentlich gar nicht so relevant. So, ihre Mutter war eher in den Fokus der Verdächtigen gerückt. Es war also wirklich. Also am Donnerstag die Folge. Es war wirklich nur das Thema, wer hat diese Emma getötet? Und da zum Schluss kam es raus, dass diese Moira, die
die umgebracht hat, aber Szenen sind eingeblendet worden von allen, also fast allen Tatverdächtigen. Hammer, wirklich. Sensationell, wirklich. Also, diese ist auch, diese Serie ist auch sehr, zur Zeit ist sie sehr gut, wird sogar bewertet, mit Auszeichnungen und so. Finde ich auch sehr, sehr toll. Was ich an dieser Serie so toll finde, und zwar ist der Familienzusammenhalt der Familie Dingle, glaube ich. Also Pech und Schwefel, glaube ich, halten die wirklich zusammen. Also ich weiß nicht, ich verstehe ja auch nichts, ne? Also ich verstehe das ja nicht auf Englisch. Und ich versuche das, verwandle das selber in Deutsch um. Aber wenn es was falsch ist, ist es halt so. Aber so habe ich es verstanden, dass irgendjemand anders, beispielsweise, das Land von denen kaufen möchte, oder die Landschaft, ne, was weiß ich meine, Grundstück, genau, so abkaufen oder irgendwie, ja, so glaube ich, abkaufen möchte, glaube ich, oder haben möchte oder so. Und die dann ganze Familie, sehr, also einen großen Teil der Familie, da draußen steht und demonstriert, dass, ja, dass hier Wasser manchmal so schnell, dass nichts passiert. Genau, also dass die das nicht möchten. Toll, ganz, ganz toll. Und die ja, ganz nette YouTuberin, die aus England, Chloe Jackson, glaube ich, hieß sie, oder heißt sie, ist auch ganz großer Emmerdale-Fan, was ich auch ganz toll finde. Genau. Und an Weihnachten ist es ja so, ist diese Spezialfolge, Christmas Spezial oder was noch, natürlich, klar. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und zwar geht es da um Aaron und Robert. Also in Deutschland Aaron und Robert. Aber man muss es ja auf Englisch aussprechen, das hört sich ja besser an. Also wirklich, Aaron auf Deutsch hört sich nicht so schön aus wie Aaron. Aaron auf Englisch. Finde ich auf jeden Fall schöner auf Englisch. Ja, da ist irgendwie so eine Spezialfolge. Ich glaube, der Robert ist wie ein Autounfall und liegt da im Koma und wacht dann auf dem Koma auf. Und ich glaube, so habe ich es verstanden. Man hat ja auch nicht viel Spoiler. Also normalerweise ist es wirklich, ja, nochmal. und zwar, ja, wacht er dann auf und dann bei seiner eigenen Beerdigung und sein Ex-Mann, Ex-Freund steht daneben und hat so eine Beerdigungskarte in der Hand. Es gibt ja, also ich war noch nie auf, ich war schon auf einer Beerdigung, aber ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht. Aber ja, in England. Aber was ich auch sehr, sehr toll finde, normalerweise ist es bei Emmerdale so, dass man 2 Wochen, ungefähr 2, 3 Wochen vorher, sehr viele Spoiler bekommt. Also sehr viele Vorschau, was in der Folge, also in der Woche passiert. Diesmal ist es wirklich, wir haben noch, also es ist noch gar nichts offen, was jetzt in der Woche passiert. Zwischen Weihnachten und Neujahr kommt noch nicht raus. Nach Neujahr, also im nächsten Jahr, kam schon was raus. Man hofft ja alle, also zumindest ich bin Aaron und Robert Fan, also Rob Ron Fan, weil ja, das ist eine sehr, es ist süß, wirklich. Also zwei Männer, die sich lieben, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt nichts gegen, über Gottes Willen, ich finde das sehr, sehr niedlich. Genau. Deswegen, es gibt irgendwie so ein Team Aaron, Rob Ron. Das ist die Abkürzung, machen ja alle manche. Und die andere, Aaron, das ist der jetzige, ja, was soll man das, Affäre, kann man ja auch nicht nennen, so Affäre, One-Night-Stand oder sowas von Aaron. Das ist Alex, das ist so ein Arzt, genau. Aber er ist jetzt nicht so beliebt wie die andere Aaron. Ja, wie heißt das? Rob Ron? Mein Gott. Genau. Mal schauen, ob die wieder zusammenkommen. Das hoffen ja wirklich so viele. Genau. Mal schauen. Meine Katzen machen hier nebenbei Terror, also bitte nicht sauer sein. Genau, mein Lieben. Ich höre jetzt auf zu schwärmen von der Serie und bearbeite das Video jetzt nicht, aber.
Ja, mal gucken, was ich noch mache. Nein, nichts mehr. Ich gehe jetzt ins Bett. Genau. Und auch doch, 20 Minuten habe ich dann doch geschafft. Mensch, Mensch, Mensch. Und ich sage immer das Video immer kurz und dann habe ich dann doch irgendwie so ein Thema, was ich dann, das jetzt nicht aktuell ist, aber trotzdem. Ja, finde das immer sehr cool, mit der Kamera zu reden. Es macht mir sehr viel Spaß. Genau, mein Lieben. Ich höre jetzt wirklich auf zu quatschen und wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, wenn ihr das seht. Oder Dienstag? Dienstag. Ich lade es ja heute hoch. Ja, heute. Also einen schönen Dienstag, meine Lieben. Bis dann. Tschüss.